Biden, du hast uns verraten, skandierten am Sonntag diese Demonstranten in Washington D.C. vor dem Amtssitz des US-Präsidenten. Sie zeigten sich wütend über den Abzug des US-Militärs und verbündeter Truppen aus Afghanistan und machten die US-Regierung für den zügigen Vormarsch der radikal-islamischen Taliban verantwortlich. Hunderttausende Afghanen leben im Exil, etwa in Pakistan oder dem Iran. Viele von ihnen machen sich Sorgen um Angehörige. Noch vor wenigen Tagen hatte es in einer Einschätzung der US-Geheimdienste geheißen, Kabul könne noch mindestens 3 Monate gehalten werden. Doch schon am Sonntag besetzten die Extremisten nach eigenen Angaben in Kabul den Palast von Präsident Ghani, der zuvor ebenfalls ins Ausland geflohen war.